Herzlich willkommen zum Wirtschaft TV Ausblick auf die vor uns liegende Handelswoche KW12. Ich bin Manuel Koch, schön, dass Sie dabei sind. Am Montag schauen wir in Japan auf die Maschinenbestellungen und in der Eurozone auf die Industrieproduktion. Am Dienstag trifft sich in Japan die Bank of Japan zum Zinsentscheid. Da gucken wir genau hin, ob es vielleicht wieder ein paar Maßnahmen der Notenbank dort geben wird. In den USA der Empire State Produktionsindex. Die Einzelhandelsumsätze, die sind immer besonders wichtig, weil ja der private Konsum 2/3 der US-Wirtschaft des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Deswegen diese Zahlen besonders wichtig und auch die Erzeugerpreise kommen in den USA. Am Mittwoch in Japan die Industrieproduktion, in Deutschland der Großhandelspreisindex. Und in der Eurozone trifft sich die EZB zu einer nicht geldpolitischen Sitzung. Aber vielleicht gibt es auch von der Sitzung noch ein paar Hinweise auf die weitere Führung der Notenbank in Europa. In den USA gibt es den Verbraucherpreisindex, die Baubeginne und den Verbraucherpreis. Und außerdem ganz wichtig dann die Notenbanksitzung der FED. Da wird es eine Zinsentscheidung geben, eine Pressekonferenz im Anschluss. Und Janet Yellen, die FED-Chefin, wird vielleicht den Leitzins wieder ein wenig erhöhen. Aber Experten glauben eigentlich nicht daran, dass sie jetzt schon wieder an der Zinsschraube dreht. Am Donnerstag dann in Japan Importe und Exporte. Auch das eine wichtige Zahl. In der Eurozone die Handelsbilanz und in den USA die Leistungsbilanz. Zum Wochenschluss am Freitag dann in Deutschland der Erzeugerpreisindex. In der Eurozone schauen wir auf die Lohnkosten und in den USA kommt der Philly Fed Index und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und ich bin mir sicher, wir bekommen auch noch mal viele andere wichtige Nachrichten. Das war der Wirtschaft TV Ausblick auf die vor uns liegende Handelswoche.